grüße euch. Ich hab euch jetzt mal. Hey, sieht geil aus, oder? Na, jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was wir damit machen. Wir machen ein. Warte mal, jetzt muss ich mal selber gucken. Gefülltes Fladenbrot machen wir. Wieso wir? Ich bin nicht alleine. Also, wir haben gefunden, der mitmacht. Das glaubt er selbst nicht. Ich muss dazu überreden, das hätte er gar nicht mitgemacht. Weil ich sowieso schon mal was machen wollte. Ich wollte es eigentlich streamen, aber es funktioniert leider nicht. Ja, deine Latte ist so hell, das sieht voll scheiße aus. Die, Du hast da Pickel am Hals. Aber das ist dein Kopf. Warte, mach weiter. Entweder ist das USB-Kabel dran schuld, dass es nicht funktioniert, oder keine Ahnung. Deswegen muss ich jetzt mit Handy machen und ich wollte eigentlich das hier schon gemacht haben. Kleiner Zeiger, großer Zeiger, da. HSK. Und es hat sich jetzt verschoben. Eigentlich müsste ich jetzt in einer Stunde im Bett liegen, aber ich verschiebe das jetzt mal um 21:45, bis dann alles halbwegs fertig ist. So, und das gefüllte Fladenbrot. Ja, ich habe da mal so ein Rezeptbuch gefunden, so ein Mäppchen da, damals, wo ich einen Euro noch geschoben habe bei so einer Firma. Und ja, keine Ahnung, was da rumkommt, ob schmeckt, keine Ahnung. Ich habe es noch nie gemacht, deswegen. Ja, geht's mal los und die Zutaten, was ihr gesehen habt, die sind schon hier. Ja, das heißt, jede Menge Hals, Maul. Das sind Zwiebeln, das sind Paprikas, das ist eine Gurke, der frische Speisequark, der Ziggi. Du tritt dir gleich vom Kopf, wenn du das nochmal absichtlich machst. Wir haben was Tomaten und dann haben wir halt. Das sind Bio-Tomaten, ja? Und was ist das? Knoblauch? Bio-Knoblauch. Bio-Scheiße, Alter. Ich bin doch kein Vegetarier. Kein Vegetarier. Was? Vegetarier. Das ist eine neue Automarke. Vegetarier. Ja, Tiefwald-Virus. Jetzt kannst du sagen, das ist ein Rektalia. Ja. Tiefwald-Virus. Hochbreit-Künzelsen. So, ich würde sagen, wir fangen an.
komme und an die Zwiebel an, aber ich bin dann viel rück. Ich glaube, der Papa schneidet es direkt in den Fingernagel. Das ist scheiße. Auf jeden Fall freue mich darauf, auf euer Feedback darauf, ganz klar. Und das ist mal nach sehr langer Zeit das erste Kochvideo wieder. Ne? Aber dann gleich mit so viel Knoblauch. Also wenn ich morgen arbeiten gehe, glaube ich die ganze Firma von mir weg. Die laufen sowieso quasi weg. Conny, ich habe jetzt, wie viel Zähne habe ich jetzt verarbeitet? Ich glaube zwei. Nein, ich habe drei oder vier Stück geschnitten und habe jetzt noch sechs Stück hier liegen. Und mit kleinen habe ich gerade total verputzt. Weil ich sollte. Mache ich natürlich, habe ich kein Problem mit. Bin ja kein Weichei. Aber jetzt stinkt es aus dem Maul wie eine Kuh aus dem Arsch. Also wie immer. So, und der Sven, der kann jetzt mal sagen, was machst du jetzt? Was hast du jetzt genau alles da reingeschmissen? Quark, Creme Fraiche und... Also den Speisequark, den wir vorhin im Video gezeigt haben, am Anfang? Oder was? Genau. Und jetzt hast du reingemacht diesen Kräuterquark, diesen Naturquark. Ja. Man kann natürlich auch was anderes nehmen. Stillen einfach nur Speisequark, wo man sagt, mal ein bisschen Zucker dabei, das wird ins Müsli, Fruchtmüsli reinmachen oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Das ist aber, jetzt hat er was anderes genommen, weil das ist doch günstiger. Warum hast du Biotomaten geholt, Sven? Weil die gesünder sind, weißt du, wir nehmen nicht so in eine verspritzte Scheiße. Mann. Genau, wir nehmen nur gesunde Sachen. Wo ist der Salz? Hier. Ich hasse aber Bio. Du hast die Bio. Das ist einfach nur falsch, Bio. Bio ist Müll, wenn das fällt, Forst, du so. Du darfst nicht Alkohol trinken, du darfst nicht rauchen und jetzt sollst du auch noch Bier saufen. Alkoholfreies Bier ist Unterlitzmüll, der schmeckt sowieso wie Arsch auf einmal. Was soll denn der Quatsch mit dem Biogemüse? Das wird auch gespritzt. Wie wird das erzogen? Das wird genau wie jedes andere Gemüse erzogen. Nö, das ist Bio. Ja. Hier wird gut zugeredet. Also, wie geht's weiter? Ja, Fleischbraten, Brötchen, Fladenbrot in den Backofen, Flüssigbraten, dann Fleisch in Fladenbrot rein, dann Tzatziki oben drauf und dann die Tomaten. Ja, die auch noch drauf. Ja, also. Die Gurke oben drauf. Und dann alles rein. Also, Gurke, dann gleich auch noch mal in Scheiben schneiden dabei. Ja, genau, und dann essen. Doppelt gemoppelt. Also, Moppelkotze kommt heute Abend nicht so kurz. So, das heißt, wir machen jetzt eigentlich nicht mehr viel. Moment. Nee, wir machen jetzt Waschmaschine an, dann schmeißen wir wieder nach. So, wir machen jetzt nicht mehr viel, das heißt jetzt warten, bis fertig ist. So, gleich wenn der Herd offen ist, also dann Tzatziki da rein. Wenn ich jetzt das gleich noch schneiden werde, das sehen wir dann auch noch und dann sehen wir halt, wie es dann halt fertig ist. Ja, das schaffen wir alles nicht mehr, wir müssen es fertig jetzt auch. Das ist dann halt. Da müssen wir nicht aufhören, weil das ist Schwachsinn. Weil wenn ich so weit gekommen bin, jetzt definitiv wieder. Normalerweise müsste ich, wenn ich 6 Stunden Schlaf haben möchte, in einer halben Stunde ins Bett gehen. Dann bin ich um 3.50 Uhr voll da bin. Ich arbeite morgen aber nur bis 12 Uhr. Das heißt nur 6 Stunden anstatt 9. Dann denke ich, ist das vielleicht noch so machbar, so um 22 Uhr ins Bett zu gehen, aber nicht mehr ganz so viel zu trinken. Damit meine Blase nicht morgen, also wie heute Morgen, um 3.15 Uhr sagt, ey, scheiß auf den Wecker, aber du musst auf Toilette. Das ist total für den Arsch. Naja, machst du nichts. So, also, machen wir kurz an dem jetzt kleinen Cut, Pause, wie auch immer, und dann geht's dann direkt weiter, wenn das und so weiter ist. We'll be right back.
was ist auch, wenn das Handy unten liegt, also Gurke und Tomate geschnitten. Mit das frisch aus Baguette drauf gekauft. Das ist leider etwas zu kross geworden. Aber ein bisschen runterraspeln dürfte es eigentlich gut sein. Also sieht gut aus auf jeden Fall, nicht zu kross, nicht zu. Damit auch die ganzen schönen Flüssigkeiten und so weiter da drin behalten bleiben. Man kennt ja diese Scheiße, jeder andere Vollidiot ist ja schon bei McDonald's oder Burger King gewesen. Und kennt ja da diese Fertigburger, einmal essen, eine Stunde satt, dritte Stunde, ich habe schon wieder Hunger. Also hört auf mit diesem Fastfood, kocht lieber selber. McDonald's bringt nichts, geht lieber zu Subway, da werdet ihr auch ordentlich satt, weil das ist nämlich alles richtig frisch. Und bei McDonald's und Burger King ist der letzte Müll. Nein, doch. Also einfach mal die Finger von diesem Fastfood-Scheiß lassen und selber was kochen. Das lohnt sich, es macht auch satt, dauerhaft. Auf jeden Fall, Feuchtigkeit ist hier drin. Schön gemixt haben wir. Ach so, nee, das ist zu laut. Da hört man nicht mehr. Fenster ist offen, passt schon. Ja. Also, nee, die bleibt zu. Die bleibt zu. Ich will, dass sie zu bleibt. Aldi. So. So, der nächste Werdegang ist natürlich jetzt das Brot schon aufgemacht. Das wird natürlich jetzt kalt. Teller vorbereitet. Ich habe super große Teller. Also es ist vollkommen ausreichend dafür. Über Tzatziki, ihr kann ja mal umrühren. Kannst du mal umrühren. Es ist gleich auch fertig. Da haben wir die zwei Zwiebeln reingetan. Natürlich zwei große Zwiebeln, weil die Zwiebeln verlieren halt ihre Größe, wenn die warm werden. So, und das werden wir natürlich jetzt belegen. Oh, klappt das zu? Ja, ist zugefallen. Drei Stück nur und du kriegst das zu? Boah. Egal, das Deine ist mein, ich würde sagen, so nicht so viel. Hä? Ja, ich bin ja nicht fertig hier. Nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Ja. Der klappt wieder zu. Ah, nicht so viel, Mann. Ich will kein Gemüsefressen über die Gitarre, ja. Ich bin Fleischfresser, Mann. Ja, kommt nicht so viel. So. Und danach kommt das Fleisch um. Ah, ja. Nee, erst Fleisch. Ich schmeiß mal eine Pelle. Das sei vollkommen aus, das ist meine Ecke. Ja, schmeiß mal Fleisch rein. Wie ich Fleisch reinschmeißen? Er hat jetzt das. Das Fleisch ist noch gar nicht fertig. So, dann musst du sagen, wenn es fertig ist. Warte, ich drehe mal runter, damit der Herz schon mal ausgeht, aber es brennt dann noch mal ein bisschen nach. Das war gerade noch ein bisschen weich, deswegen lassen wir es noch ein bisschen in der Pfanne, bis es, hör mal, hat bei der Pfanne, ja, so langsam wird's. Man sieht zwischendurch diese goldbraune Kruste, ein bisschen ist noch, aber dann ist es gleich fertig, das ist gut. Das ist super, finde ich geil. Das ist da, kannst du einen Abfall reinschmeißen. Ja. Tzatziki haben wir gesagt, das machen wir zwischendurch, oder kannst du gleich die Klecks schon mal reinschmeißen. Dann das machen wir drauf, weil wir wollen, dass der Boden nicht so schnell kaputt geht. Der weicht natürlich schon auf.
Das ist in dem Licht, klar, das Finger weg vom Handy. Ich muss dich ja jetzt fotografieren, wie du reinbeißt. Ja, das ist, also, ist schon, ja. Schon. Mehr brauche ich nicht, glaube ich, heute Abend. Da freut sich morgen die Firma drauf, wenn ich arbeiten gehe. Fünfmal auf dem Klo und zweimal beim Arbeiten. Ja, er traut sich natürlich nicht selber reinzubeißen. Das ist so ein feiges Stück Scheiße, deswegen soll ich dann den ersten Dienst machen, warum auch immer. Ja. Halbverteil oder was auch immer. Schön in die Hand nehmen. Ach Gott, der Wack. Und jetzt ja, ablecken und Hamm. Jawohl, jetzt. Und? Schmeckt scheiße. Also scheint zu schmecken. Der Boden ist ganz schön aufgeweicht. Ja, ja. Wie ich ja schon vermutet habe. Aber da oben der Deckel. Der ist super kross. Ja, trotzdem schmeckt das gut, auch wenn es zu lange drin gewesen ist. Hat ein bisschen Farbe gekriegt. Schmeckt gut. Muss ich ehrlich sagen. Die ganze Kombination ist natürlich ein bisschen jetzt, man kennt es nicht aus dem Laden, aber mit der Tomate und der Gurke dabei und das Tzatziki mit dem Fleisch. Must have, also ausprobieren, nachmachen, lohnt sich. Und wenn eine Schweinerei passiert, scheißegal. Genau. Wir stammen ja vom Affen ab. Also, schau mit V, euer Virus. Sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schade, weil die meisten wahrscheinlich sagen, warum hat der Penner jetzt nicht reingehauen? Und der eine oder andere, der aus München kommt und den Sven kennt. Ihr wisst, das ist ein feiger Lappen, saufen kann er immer, aber immer zu zeigen, wie er sich saniert, siniert oder blamiert, ne, das kann er natürlich nicht. Aufnahme stopp, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen, euer Virus, euer Sven, zeig nochmal auf dich. Ja, hab ich, ja. So, Mahlzeit. Und